So, bei Luigi zu Hause ist leider der Strom ausgefallen, deshalb geht jetzt hier hin. Da wird nämlich groß Strom versprochen, dass es ein Drehwurmturm ist und dass der Strom wahrscheinlich nicht ganz gut ist, steht in der Beschreibung nicht drin. Luigi lässt sich halt einfach viel zu leicht überzeugen. Da geht mal für eine Minute der Fernseher aus, weil es einen Stromausfall gibt und Luigi rennt direkt in das erstbeste Schloss, das er findet, wo Strom steht. Ja, habe ich schon erwähnt, dass er leicht zu überzeugen ist. Aber wenn er eins kann, dann ist es Starcoins einsammeln. Da ist er King. Sieht man sein Bruder Mario besser. Oder nicht ansatzweise so gut. Und im Treffen lassen ist er übrigens auch Weltmeister, falls ihr das nicht wusstet. Da hat er schon einige Preise gewonnen. Ja, ich. Wie gesagt, Weltmeister. Oh, das war sick. Irgendwie habe ich so das. Ja. Und wie. Ah, okay. Nicht drauf gehen, Luigi. Weltmeister im Treffen lassen, also. Werd mal. Ich wollte aufhören mit dem Weltmeister im Treffen lassen. Das klingt irgendwie nicht so Glück, habe ich so das Gefühl. Okay. Ja, genau. Mach. Nein. Dreimal macht er und dann macht er Pause, habe ich gemerkt. Nochmal. Jetzt nochmal. Okay. Ich habe noch 4 Sekunden. Schnell, schnell, schnell. Ich habe überhaupt nicht auf die Zeit geachtet. Aber ich lebe 2 Sekunden noch gehabt. Oh nein, ich bin klein. Oh oh. Oh oh. Das wird nix. Das weiß ich jetzt schon, das wird nix. Nein! Das wird nix. Nein, ich biege hier runter. Fuck, das war actually nice. Ja. Ich wusste es, ich wusste, dass das nichts wird. Aber ich bin auch irgendwie 5-mal oder so getroffen worden im ganzen Turm. Also, ich habe euch auch echt verdammt dumm angestellt, das muss man dazu sagen. Da habe ich mich echt verdammt dumm angestellt. Ja, du siehst halt Weltmeister im Treffen. Ich sollte das vielleicht nicht allzu oft erwähnen, denn umso öfter ich es erwähnt habe, umso öfter bin ich getroffen, hatte ich so das Gefühl. Deshalb einfach. Wir schweigen jetzt drüber, okay? Einfach hoch hier. Warte, da hoch muss ich noch. Da! What? Achso, ja, vorher waren. Ein normaler Pilz drin, macht Sinn. Macht Sinn, dass da eine Feuerblume drin ist. Perfekt. Jetzt aber. Jetzt bin ich nämlich mit Feuerblume, da wird das wesentlich besser gehen. Wesentlich besser. Ja, verzauber den nochmal, wir haben es schon gesehen, Carmel. Ja, jetzt ist er ein bisschen größer, freut mich. Aber sehr viel mehr drauf hat er nicht. Also sehr viel mehr als deine Geschwister da unten kannst du echt nicht. Ist einfach Spawn. Mag jeden Boss Spawn trappen, man muss nur wissen wie. Ich hoffe, bringt es nach rechts. Ja. Wie gesagt, man kann jeden Boss Spawn trappen. Muss halt nur wissen wie. Dann geht's. Das ist so ein schöner Bossfight gerade. Ich glaube, ich habe den noch nie besser besiegt als jetzt gerade. Unglaublich. Der fliegt erstmal und es geht weiter. Es sind eh nur noch 2 Level, dann ist die Welt durch. Kompletter Speedrun-Modus gerade. Okay, wir gehen hier drüber. Nein, runter, genau. Und zwar zu den Schiebewandlabyrinth. Wie darf ich mir das vorstellen? Kann ich die Wände so schieben oder schieben sich die Wände automatisch oder? Ja.
Ah, okay. Ich verstehe. Komme ich da hoch? Wird so wohl hochgehen? Ja, kriege ich hin. Geskippt. Probieren wir den Schalter hier unten aus. Probieren wir den Schalter aus. Den Schalter aus. Okay. Alles tolle Schalter. Probieren wir den Schalter hier aus. Auch ein übelst toller Schalter. Okay, was wird bitte der Schalter wohl machen? Natürlich trifft mich der von hinten. Okay, der Schalter bringt aber nur Münzen. Das ist jetzt schon mein Lieblingsschalter, weil ich liebe Münzen. Ja, wie. Oh, ich glaube, ich habe mir gerade die Starcoin verbaut. Yay, ich habe mir gerade die Starcoin verbaut. Habe ich mir den nächsten gerade auch verbaut? Nee, habe ich nicht. Sah nur so aus. Kann ich auf den Spin-Jump machen? Nee, anscheinend nicht. Gut, tschüss Starcoin, willkommen. Zwei Starcoins verbaut. Ja, das Level lief jetzt nicht ganz so optimal, würde ich mal behaupten. Kommt darauf an, wie man optimal deutet. Aber wir sind kurz vor den 99 Leben. Eins fehlt noch. Da haben wir hier auch die 99 Leben erreicht. Ich meine, Super Mario Bros. U waren wir ein Thema schneller. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass die Level halt einfach so viel länger waren und du mehr Münzen sammeln konnte. Von daher verzeih ich mir das an der Stelle, dass ich... Oh, Mopsi! Den holen wir gleich. Ich muss hier noch das Level beenden. Mopsi, dann komme ich dich jagen, okay? Aber nicht vor, nicht früh starten, okay? Das wäre unfair. Mopsi ist immerhin sozial, er wartet immer. Und dann Schauspieler, der noch so... Oh, ich habe dich gar nicht gesehen. Das ist so cool. Ja, wieder hier. Karte komplett durchgarten. Damit könnte man die Starcoin so viel einfacher holen. Tja, hätte ich das mal gewusst. Habe ich blöderweise nicht. Damit hätte ich die so viel einfacher holen können. Und ich hatte so den fetten Struggle, die Starcoin zu holen. Okay, ich habe gelernt, nicht den Schalter da betätigen. Der verbaute die Starcoin. Lass mich hier nicht treffen, sagt er. Und wenn ich den Schalter nämlich nicht betätige, kriege ich die Starcoin so viel einfacher. Und ich wurde natürlich wieder ein paar Meter vor dem Ziel getroffen. Ja gut, dieses, ich nenne das Karre, das ist ein Auto für mich. Da, die macht das jetzt aus Metern eher Kilometer, aber naja. Wir haben Max Leben. Ich bin natürlich mal wieder klein, aber ich klinge alte. Und zwar wahrscheinlich Mini-Pilz oder eine Feuerblume oder ein Pilz oder ein Stern. Das sind so die glaube ich, am häufigsten Klicks. Wäre lame, wenn ich was anderes kriegen würde. Natürlich, das einzige Item, was ich nicht aufgezählt habe. Das kriege ich natürlich. Ja. So, Mopsi, jetzt geht's an den Kragen. Mach das. Jetzt geht's dir an den Kragen. Ah, wait, ich glaube, mit diesem Level gibt es sogar ein Secret Exit. Den habe ich komplett vergessen. Ich glaube, da gab es ein Secret Exit in dem Level. Da werde ich nochmal searchen gehen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es hier einen gab. Es gab irgendwie so einen Weg, um da um diesen einen Schalter rumzugehen. Das könnte der Grund sein, warum ich in Super Mario Bros. U nicht die 5 Sterne bekomme, obwohl ich alles gemacht habe. Das könnte nämlich der Grund sein. Weil egal, was du irgendwas, ja genau, dass du diesen roten Schalter da drüben erwischt, weil der schwebt in der Luft, das macht nicht gesehen, das müsste man doch direkt sehen. Aha, da ist was. Habe ich nicht gesehen. Soll ich mal meine Brille auch hätten, das wäre was. Nice. Ich glaube, da hätte man die Spieldetail oder Auflösung ein bisschen höher stellen sollen, Nintendo, gell? Ein bisschen hochauflösen da, dann hätte ich das sicher gesehen. So, Mopsi, renn, ich hole mir hier ein Item. Ich gehe hier nicht drauf. Der. Wie gesagt, sobald ich sage, ich gehe nicht drauf, dann werde ich entweder getroffen oder gehe tatsächlich drauf. Wieso sage ich das? Ich weiß, dass es passiert, aber wieso sage ich das permanent? Das kann so nicht sein. Ich habe jetzt jedes Level richtig gut gespielt. Und jetzt verkacke ich an Mopsi. Das kann doch nicht sein.
alles erreicht. Jo, mega gut gespielt. Manchmal richtig Skill gezeigt und jetzt krieg ich es nicht in Mob gefangen. Kann doch nicht sein. Sehr schön. So, jetzt gib mir da. Sehr schön. So. Ja, ich kann eigentlich eh schon neu starten. Als ob ich das noch aufholen würde. Ist egal, der Treffer. Komm schon auf die. Hab ich ihn? Alter, was ist denn das? Wie ist das so schwer auf einmal? Ich hatte da nie Probleme. Ich hatte wirklich nie... What? Der kann fliehen? What? Das wusste ich nicht mal. Ja gut, dann hole ich jetzt hier noch das Secret Exit. Was? Ich wusste nicht mal, dass der fliehen kann. So offiziell fliehen. Ich dachte... Komm, jetzt mal ein Secret Exit. Kurzer Check. Und ja... Der ist dort, wo ich ihn nicht vermutet hätte, wer jetzt gedacht. Weil ich habe ihn nicht gefunden. Logisch. Ich brauche diesen Cooper. Ich darf jetzt nicht in dieser Plante verlieren. Denn ich muss ihn an dieser verlieren. Nicht sterben, wenn es geht. Denn man kann da einfach so hochspringen und... Ha! Wollte gerade sagen. Da ging's hoch. Und oben sind wir. Verlieren jetzt hoffentlich. Sagt euch. Warum immer? Und die Pflanze ist wieder da. Natürlich, dass ich mir genau. Inflation geht kurz bevor. Soll es nicht treffen lassen. Diese Cooper nehmen. Über diese Pflanze drüber. In diese Pflanze rein. Nicht. Betonung auf nicht sterben. Und jetzt nochmal. Versuch Nummer 2. So. Geht doch. Warum nicht gleich? Schön. Danke, Bobsi, dass du mich an diesen Secret Exit erinnert hast. Vielen Dank. Ich habe mir gedacht, weil irgendwie hat es mir ein Zufall passiert abgegangen. Mhm. Ja, das ist genau dieser Weg hier rum. Den benutze ich jetzt direkt mal, weil wir gehen. Na, benutze ich nicht. Forget it. Einfach ausblenden. Ist nie passiert. Denn wir gehen jetzt hier noch ins Schloss und da gibt es natürlich auch hinten diesen Secret-Eingang. Aber wir gehen zuerst von vorne rein und zwar Nachschub für Roys Fließbandfestung. Was haben die alle mit ihren Fließbändern? Hatte der vorige nicht auch irgendwas mit. Holy shit, wäre ich gerade draufgegangen. Irgendwas mit Fließbändern im Namen oder ist mir das eingebildet? Ich glaube, es eingebildet, naja. Anyway. Hier kann man, glaube ich, nicht allzu viel verpassen. Ich glaube, ich habe mir gerade. Da kommt. Ah, ne. Da ist die zweite. Dritte kann ich logischerweise nicht kriegen. Ich mit diesem Try. Was kann das? Aha. Verstehe, macht einen Weg. Dritte kann ich nicht kriegen, der ist nämlich da rechts unten. Da muss man dann von hinten mit diesen roten Dingern rein. Mit diesen roten Blöcken. Und daher haben wir jetzt gerade die Secret Exit geholt. Die Lache ist nicht so gut. Die vorige war so viel verrückter. Die war so viel cooler. Finde ich persönlich. In der Welt 5 gewesen sein, die war so cooler. Okay, den machen wir kurz Platten, dann hole ich noch die letzte Starcoin. Ich glaube, der konnte der was? Ein Hit einstecken kann er auf jeden Fall. Aber so Kampftechnik habe ich eher gemeint. Steht auf. Hier. Ne? Da. Ja, also außer Hit einstecken kann er glaube ich nicht. Jeder braucht eigentlich im Großen und Ganzen, außer Larry, nein, Lemmy, Larry, keine Ahnung. Der Fünfer halt, der war krank schwer. Ich meine, war ich klein? Nee, ich war nicht klein, ich war Feuerblume und hab gegen den gestruggelt. Der war krank, der war wirklich krank schwer. Der, ja. Ein Average Boss, ich glaube Ludwig ist auch noch hart, aber ansonsten können die eigentlich alle nichts. Basically. Sind ja auch die letzten Phasen, die müssen drauf haben, der gehört eher in die dritte Welt, so vom Schwierigkeitsgrad her. Ah, ich habe ihn auch gespawntrapped, das muss man dazu sagen. Ohne Spawntrappen wäre er wahrscheinlich schon ein bisschen schwerer gewesen, aber mit kann nichts. Okay, damit könnten wir jetzt auch in die, ja, Speicher. Auch in die siebte Welt. Aber. Und fehlt ja noch diese eine Starcoin. Wo es diesen richtig
fetten Hintereingang gibt, wo wir gerade schön den Secret Exit geholt haben, sonst hätte ich den vergessen. Und die 5 Sterne nicht gekriegt, by the way. Gehen wir einfach von hinten rein. Einfach straight durch die Hintertür. Da wären wir. Und wir gehen gleich wieder. Weil ich mich so dumm aufgeführt habe. Wenn wir erstmal wirklich wortwörtlich rausgeschmissen. Habt ihr das gesehen, wie ich geflogen bin? Ich wurde wortwörtlich rausgeschmissen. Okay. Geh mal zurück. Zurück rein. Der Bodyguard, seine Schicht ist zu Ende. Ich wurde wieder reingelassen. Das lief alles so gut. Der nächste Bodyguard hat mich erwischt. Okay, ich muss ein bisschen passiver spielen, ein bisschen defensiver. Verstehe. Starten wir wieder genauso stark rein wie vorher. Okay. Alles gut. Ich wollte gerade fragen, wo sind da die Plattformen? Pilz gibt's dir immerhin. Über ein bisschen gegönnt. Immerhin. Jetzt machen wir den nochmal platt. Krieg ich relativ gut hin. Zumindest klingt in meinem Kopf gut. Weiß nicht, ob es so auch gut klingt. Ja, keine Ahnung. Ich sollte einfach aufhören, weil wenn es blöd klingt, da habe ich ein Problem. Wenn es gut klingt, sehr gut. Wenn es blöd klingt, habe ich ein Problem. Okay, der hat so einen leichten Rückstoß von seiner Waffe. Und jetzt einfach wieder spawnen. Hui. Hui. Okay, rein. Was? Jetzt. Nächster Hit. Einfach drüber springen. Können noch so ein bisschen leiden. Perfekt. Jetzt sollte er aufstehen. Nein. Okay. Nicht gespawnt, aber immer noch easy. Ja, genau. Das ist nicht Bosse. Wenn man sich spawn-trappen kann, sind sie schwach. Wenn nicht, können sie stark sein, sind sie aber meistens nicht. Und wir haben auch alle Star-Coins in der 6. Welt gesammelt. Und damit gehen wir hoch in die Wolken. Beziehungsweise eigentlich Zuckerwatte-Wolken, Zone. Kamek freut sich, ein bisschen am Dancen. Zeigt sie ja, was sie kann. Nix nämlich. Jetzt haben wir hier, das ist glaube ich Ludwig. Der ist stark, der ist richtig stark. Und es würde beginnen mit einem Himmel voller Eiswürfel, aber das gibt den nächsten Part. Ich darf gerne auch da, wenn ihr das auf keinen Fall verpassen wollt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.